Ja, dann darf ich euch und Sie herzlich begrüßen zu der heutigen Lesung. Ich freue mich sehr, dass doch so viele Leute erschienen sind, trotz des sehr warmen Wetters, nicht doch noch beim Freibad abgebogen sind. Genau, vielleicht kurz zu meiner Person. Mein Name ist Tilman Schorstein. Ich bin wissenschaftliche Hilfskraft in der Sektion Medien und Sender am Zentrum für Medien und Interaktivität. Und wir von der Sektion haben die heutige Veranstaltung organisiert. Genau, noch ein paar organisatorische Dinge vorab. Wir haben ungefähr eine Dreiviertelstunde bis 50 Minuten für die heutige Lesung eingeplant. Also genau, für den Teil, in der Andrea aus ihrem Buch Textpassagen vorlesen wird. Sie hat insgesamt drei Textpassagen vorbereitet. Dazwischen werde ich ein bis zwei Fragen stellen. Und im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit, von euch, von Ihnen aus Fragen zu stellen. Genau. Wir freuen uns schon sehr auf jeden Fall auf die Diskussion, sind sehr gespannt und genau, möchten euch gerne ermutigen, euch zu Wort zu melden. Die Lesung wird live gestreamt und auch aufgezeichnet. Die Aufzeichnung wird im Nachhinein auf dem YouTube-Kanal des ZMI online zur Verfügung gestellt. Da nochmal die Möglichkeit, in die Lesung reinzugucken. Falls jemand nicht möchte, dass er oder also seine oder ihre Frage am Ende bei der Diskussion mit in die Aufzeichnung reinkommt, kommt gerne auf uns zu nach der Lesung, sagt uns Bescheid, dann können wir das rausschneiden. Dann würde ich ja, noch kurz ein paar einleitende Worte verlieren. Ich freue mich sehr, Werler heute hier begrüßen zu dürfen zu der Lesung. Genau, Dr. Antje Werler ist Soziologin, Autorin und Intimitätsforscherin. Zuletzt arbeitete sie als Senior Scientist an der Paris-Lodron-Universität in Salzburg. Promoviert hat sie an der Philipps-Universität in Marburg. 2012 schloss sie dort ihre Promotion ab. Diese trägt den Titel, ich werde den ganzen Titel okay. Über das Regieren der Demenz, Rahmenbedingungen, Handlungsstrategien professioneller Pflegekräfte in der Pflegepraxis von Menschen mit Demenz beeinflussen. Die Veröffentlichung wurde dann gekürzt. Ein etwas anderes Thema, wo ich auch vielleicht sagen würde, dass es da durchaus Schnittstellen gibt. Genau, und seit einigen Jahren beschäftigt sich Andrea mit Intimitäten, Online-Dating und Beziehungsmustern jenseits heteronormativer Standards. Als Expertin war sie unter anderem zu Gast bei Aspekte im ZDF, Kulturzeit, Dreisat und wurde von Deutschlandfunk Nova, Deutschlandfunk Kultur, der Taz sowie dem Spiegel interviewt. Mehr Informationen zum Wirken von Andrea findet man auf ihrer Homepage www.andrea-niewerler.de. Schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich ja sehr. Wieder zurück zu sein, was wir eingeladen haben, wo ich auch lange Zeit gearbeitet habe. Und es freut mich sehr, diese Möglichkeit zu haben, die erste Lesung für den Buch hier in diesem Kontext. Dankeschön. Genau, vielleicht ein paar einleitende Worte zum Buch. Genau, das Ende des Romantikdiktats, warum wir Nähe, Beziehungen und Liebe neu denken sollten, so lautet der Titel, ist am 28.06. im Köse Verlag erschienen und damit noch nicht mal einen Monat jung. Vielleicht hatte der oder die ein oder andere schon Gelegenheit reinzuschauen ins Buch. Für die, die die Chance hatten, würde ich kurz zum Inhalt etwas sagen. In deinem Buch blickst du hinter das Glücksversprechen der romantischen Liebe, das uns aus Hollywood, Liebesliedern und Serien entgegenstrahlt. Du schreibst unter anderem über Online-Dating und Dating-Apps, über Ehe, Sexualität, Freundschaft plus und Verantwortungsgemeinschaften, einmal rund durch die Beziehungswelten sozusagen. Durch eine soziologische Brille blickend, zaubert das Buch das Ideal von der romantischen Liebe
und eröffnet somit Raum zum Nachdenken über alternative Formen des Zusammenlebens. Dabei bleibt die Sprache des Buches immer leicht verständlich, anders als das auch bei den soziologischen Brillen der Fall ist. Genau. Am Ende eröffnet das Buch viele Denkanstöße und so lautet die vielleicht zentrale Frage des Buches eigentlich, wie wollen wir zusammenleben? Genau, und da auch von dir das Wort übergeben. Also für alle diejenigen, die noch kein Buch haben und sich vielleicht gerne auch danach kaufen wollen würden, habe ein paar Exemplare mitgebracht. Ich habe auch ein paar Postkarten mitgebracht. Ich würde die im Anschluss an die Lesung dann auch verkaufen, wenn jemand interessiert ist. Und jetzt lese ich euch erstmal ein paar Passagen aus dem vor. Ich starte eigentlich direkt erstmal mit dem Vorwort, weil ich das ganz gut finde als Überblick. Letztes Timothy. Eine Straßenkreuzung in London. Der Buchhändler William stolpert in die Arme von Anna, eine bekannte Schauspielerin. Ungeschickterweise schüttet er ihr dabei seinen Orangensaft über die Bluse. Anna ist zunächst offensichtlich erschrocken und auch ein wenig wütend über dieses Missgeschick. William bietet ihr aber sofort an, sie könne das bei ihm zu Hause sauber machen. Schließlich wohne er gleich ums Eck. Sie nimmt das charmante Angebot an, macht sich frisch und verlässt mit richtigen Worten schnell wieder. Um kurze Zeit später zurückzukehren, da sie ihre Einkäufe vergessen. Es kommt zu einem erneuten, verlegenen Abschiedsmoment, in dem sich die beiden wortlos im Flur gegenüberstehen und tief in die Augen blicken. Und dann geschieht etwas Unerwartetes. Anna tritt einen Schritt näher und küsst Will. Diese schicksalshafte Zufallsbegegnung, die hier in Szene gesetzt wird, ist der Beginn einer großen Liebesgeschichte, die vermutlich vielen von uns bekannt ist, denn sie stammt aus dem erfolgreichen Liebesfilm Notting Hill mit Julia Roberts in Die Grand aus dem Jahr 1999. Und wie viele Liebesfilme made in Hollywood, hat auch diese Geschichte ein Happy End. Den Höhen und Tiefen des Kennenlernens zum Trotz endet der Film mit einem Blick auf die Traumhochzeit der beiden unsterblich Verliebten und ein paar anschließenden hochromantischen Schnappschüssen der gemeinsamen Flucht. Es ist nicht verwunderlich, dass es Szenen wie diese sind, die fast automatisiert in unseren Köpfen ablaufen, wenn wir selbst verliebt sind. Sie lassen uns fantasieren, wie es idealerweise sein wird mit den Menschen, mit denen wir auf einmal ganz besondere Gefühle entwickelt haben. Da fliegen uns Schmetterlinge im Bauch umher, begleitet von romantischen Bildern. Diese kennen wir, seit wir klein sind und sie wurden uns bereits unzählige Male erzählt. Es sind Geschichten von der großen Liebe, wie sie William und Anna im Film erleben. Erst der tiefe Blick, dann der alles. Und was sie von selbst folgen, weitere Schritte, die schließlich in der Hochzeit münden, in der Gründung einer Familie und dem sprichwörtlichen Glück bis ans Ende ihrer Tage. Die entsprechenden Drehbuchanweisungen dafür kommen aus der für uns nicht immer bewussten Regie. Ich glaube, die erste True Love in 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's mit dem ganz persönlichen. Gemeinsam schwingen wir uns ein in die fabelhafte Welt der romantischen Liebe. Den wenigsten von uns ist bewusst, dass das Skript, mit dem unsere Liebesgeschichten, folgen, bereits feststeht und seit Jahrhunderten ungefähr gleich abläuft. Verliebt, verlobt, verheiratet. Oder moderner. Daten, crushen, verlieben, zusammenziehen, Kinder kriegen, Familie werden. Vielleicht auch heiraten oder ein Haus bauen. Muss aber mittlerweile häufig auch nicht mehr unbedingt sein. Es ist ein wunderschönes Skript, geradezu ein Diktat, welches uns da immer wieder von Neuem vorgelesen wird und welches wir jeder Leidenschaft mitschreiben. Sind wir nicht am Schreiben, sehen wir uns regelrecht danach, endlich wieder aufschreiben zu dürfen, unsere Liebesgeschichte. Vielleicht schaffen wir es diesmal ohne Fehler oder ohne, dass uns die Tinte auf halber Strecke rast. Geschichten wie die von William und Anna, von der Schönheit und Leichtigkeit der romantischen Liebe erzählen, haben nach wie vor eine enorme Strahlkraft. Mehr noch, sie entfalten einen so Raum entziehen können. Dabei sieht die bittere Realität unseres intimen Zusammenlebens eher so aus. Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl an Heiratswilligen. Zugleich steigt die Scheidungsrate. Ein-Personen-Haushalte nehmen stetig zu. Und wo wir hinsehen, stemmen alleinerziehende Mütter und Väter ihren Alltag mit Kindern, leben SeniorInnen allein und vereinsamen,
sind Singles frustriert und überfordert von einem schier unendlichen Angebot auf dem Datingmarkt bei gleichzeitiger Unverfügbarkeit von tatsächlichen DatingpartnerInnen. Das ist deshalb bitter, weil sich die meisten von uns etwas ganz anderes wünschen, nämlich eingebunden zu sein in einer Beziehung, die uns stützen, die Halt geben und in denen wir uns geborgen und geliebt fühlen und das auf Dauer. Viele Menschen sind heute an einem Punkt, an dem sie enttäuscht feststellen, so wie es uns immer erzählt wurde und wie wir es uns oft erträumt haben, ist es einfach nicht. Unser persönliches Liebesglück ist oftmals nicht. Häufig machen wir Trennungserfahrungen, die schneller kommen als gedacht. Etliche suchen ihr Glück dann eben woanders. Nächste Beziehung. Und der Liebeszauber geht von vorne. Im Gepäck ist die Hoffnung, dass es diesmal endlich klappen wird mit dem Glück. Vielleicht fragt sich manch einer von uns in den Momenten des Übergangs, also zwischen der einen und der nächsten Liebesbeziehung, was wohl zum Scheitern geführt haben könnte. Sind wir der Nähe nicht gewachsen gewesen? Wollten wir zu viel oder zu wenig? Müssen wir vielleicht zunächst an uns selbst arbeiten müssen, um es beim nächsten Versuch besser machen zu können? Oder sind wir womöglich alle beziehungsunfähig geworden? Vielleicht haben einige aus den schmerzhaften Erfahrungen gelernt und sind persönlich gewachsen. Irgendwann muss es doch mal klappen mit dem ganz persönlichen Liebesglück. Doch wonach wir in diesem Moment nicht fragen, ist die soziale Beschaffenheit unserer romantischen Träume, Sehnsüchte und Wünsche und unseres permanenten Scheiterns. Wir fragen nicht, warum in unseren Köpfen immer wieder die Filme mit den schönen romantischen Skripten, die uns unsere persönlichen Liebesgeschichten vorzuschreiben scheinen. Wir fragen nicht, warum diese Geschichten so wirkmächtig sind und wir uns keine anderen Sehnsuchtsorte ersinnen wollen als Romantische. Wir fragen nicht, warum kaum andere Vorstellungen von einem glücklichen und zufriedenen Zusammenleben haben, als die der romantischen Liebesbeziehung und der im besten Fall daraus erwachsenen Kleinfamilie. Wir fragen nicht ganz grundsätzlich nach den Regeln, Funktionen und Normen unserer persönlichen Es ist falls so, als würden wir uns nicht trauen, da genauer hinzuschauen. Vielleicht, weil wir da nicht erkennen oder sagen wir anerkennen würden, wie viel Gesellschaft in unseren Schlafzimmern steckt. Und genau hier möchte ich mit dem Buch ansetzen. Gemeinsam werden wir herausarbeiten, wie eng unsere persönlichen und sehr nahen Beziehungen sowie unsere Vorstellung von Intimität, Beziehungen und Liebe geprägt sind durch die Gesellschaft, in der wir leben. Und die sind nicht nur gegenwärtige Gesellschaft und Kultur, sondern auch durch die Krisen, die viele von uns in unseren Liebesbeziehungen, Ehen und Familien erleben und die heute zu vielen Brüchen und Zerwürfnissen führen, sind eng verbunden mit gesellschaftlichen Mechanismen, Regeln, Strukturen und Normen. Über diese Verbogenheiten von Intimität und Gesellschaft sprechen wir allerdings kaum, mehr noch, sie sind uns oft nicht mal bewusst. Dabei wäre es überaus hilfreich, über diese Dinge nachzudenken und auch außerhalb unserer Schlafzimmer und fernab des Privaten. Dann würden wir erkennen, dass wir nicht alleine sind mit den Herausforderungen in Sachen Liebe, dass viele ähnliche Nähe, Beziehungs- und Liebeskrisen erleben, dass wir es heute mit Mustern zu tun haben, die sich wiederholen. Wir würden erkennen, dass romantische Beziehungen als diejenige Form des Zusammenlebens, die wir als ganz normal wahrnehmen, Ergebnis historisch-gesellschaftlicher Prozesse, die zeigen, dass unsere nahen Beziehungen nicht schon immer auf der Vorstellung der romantischen Liebe basierten, sondern sich im Laufe der Zeit verändert haben und dies auch in Zukunft weiter tun werden. Ich bin überzeugt davon, dass in all diesen Erkenntnissen ein großes Potenzial schlummert, welches wir kaum nutzen. Denn wenn es so ist, dass wir als Menschen unser intimes Leben selbst herstellen, dass es sich stetig gewandelt hat und auch weiterhin wandeln wird, dann bedeutet das auch, dass wir es auch heute aktiv gestalten können. Und wir können es gestalten. Möglicherweise begegnen wir den Krisen und den ständigen Scheitern auf andere Weise, wenn wir verstanden haben, wie die soziale Beschaffenheit unserer nahen Beziehung ist. Vielleicht können wir dann sehen, dass neben der romantischen Liebesbeziehung, die noch stets der Goldstandard unter der Beziehung ist, auch andere sehr nahe Beziehungen existieren, die wertvoll sind. Das, was ist zum Beispiel mit unseren Freundschaften? Ist es nicht unsere Erfahrung,
dass sie viel eher von Dauer sind als unsere romantischen Liebesbeziehungen. Was ist mit selbstgewählten Familien oder Wohngemeinschaften? Können dies nicht auch Orte sein, die uns ein Zuhause bieten, die Raum bieten zur Planung von Zukunft und wo wir nahe Beziehungen führen können, die uns erfüllen und zufrieden machen, indem wir uns gehalten, geborgen und geliebt fühlen? Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Dieses Buch hat nicht vor, die romantische Liebe zu ihrem Ende zu bringen. Ganz im Gegenteil. Ein fantastisches Gefühl, das meine ich wirklich, auf das wir auch in Zukunft auf gar keinen Fall verzichten sollten. Vielmehr möchte ich dazu anstiften, das romantische Ideal von seinem hohen Sockel zu schubsen, welches die romantische Liebe, wie wir sie kennen, stets als das höchste Maß der Dinge erscheinen lässt. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt auch Alternativen, andere Beziehungen, die wir als nah und bedeutsam empfinden, wir unsere Bedürfnisse, Wünsche und Sehnsüchte erfüllen können. Und vielleicht können wir damit letztendlich auch die romantische Liebe retten, denn sie krank wollte daran, alles sein und erfüllen zu müssen. Ja. Dankeschön. Ich habe meiner Mutter, also letzte Woche, das Veranstaltungsplakat geschickt bei WhatsApp. Und sie mag es immer ganz gerne, dass sie informiere noch so, was in meinem Leben passiert. Und genau, habe ihr dieses Plakat geschickt und da erhielt ich als Antwort ein kurze, ja, sehr kurz und knapp schwieriges Thema. Ich irgendwie dachte, ja, okay, also ja schon, aber fand ich irgendwie ganz interessant. Genau, wie bist du denn auf die Idee gekommen, über dieses vielleicht schwierige Thema, also über Intimität, Liebe, Beziehungen, darüber ein Buch zu schreiben? Und du bist ja Soziologin, was macht das aus soziologischer Perspektive für dich so spannend, Thema? Also wie ihr vorhin in der Einleitung ja mitbekommen habt, habe ich sehr lange zum Thema Altern und Demenz geforscht. Irgendwann habe ich auch die Idee gehabt, ich will mal was anderes machen an der Universität und anderes forschen. Und bei vielen Wissenschaftlern ist es auch oft das eigene Interesse. Ich habe angefangen mit Dating-Apps. 2017 habe ich tatsächlich meine erste Dating-App runtergeladen und ich fand das so interessant und gleichzeitig beängstigend, was da alles passiert, und wollte mir das auch einfach wissenschaftlich erklären. Also ich brauche das auch irgendwie für mich selber irgendwie. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich Soziologie irgendwann studiert habe. Ich mag mir die richtig erklären. Und dann habe ich eben angefangen, dazu zu forschen. Und ich fand das sehr schnell sehr spannend, habe aber auch gemerkt, wie sehr der Fokus in der Forschung auf heteronormative Beziehungen ist. Das heißt, Paarbeziehungen, also das Zustandekommen und Scheitern von romantischen Paarbeziehungen, stand eigentlich immer im Fokus der Forschung zu dem, was ich so gefunden habe. Und ich habe aber gleichzeitig die Erfahrung gemacht, dass da ja so viel mehr ist. Und dann habe ich angefangen zu forschen. Und habe auch in der Forschung und in den Interviews, ich habe glaube ich insgesamt ungefähr 40 oder 50 Interviews gemacht, habe auch einige wissenschaftliche Artikel dazu geschrieben, dass da eben noch so viel mehr ist. Und dann habe ich irgendwann, bevor mich der Verlag angefragt hat, auch selber darüber nachgedacht, ich würde eigentlich gerne ein Buch zum Thema Dating und Intimität im Zeitalter des Internets quasi schreiben. Und ja, dann kam dieser Verlag und hat sich für mich so angeboten, es endlich quasi alles in ein Buch zu bringen und es eben aber auch so zu schreiben, dass es über die soziologische Debatte hinausgehen kann. Dass ich halt Menschen mit Blick, die Soziologie studiert haben und trotzdem verständlich machen, was die Mechanismen sind, was die Funktionen sind und wie eigentlich Gesellschaft und unser intimes Leben eigentlich konkret zusammen. Der Grund, warum Soziologie da auch als wirklich sehr wichtiges Instrument empfinde, wie wir uns die Welt verständlich machen können. Und dabei auch darüber hinweggehen, dass wir auf dieser individuellen Ebene stehen bleiben, weil wenn wir über Intimität und intime Beziehung reden, bleiben wir auch bei dem individuellen Problem. Da reden wir vielleicht zu einem Psychologen, der hilft uns auch oder die hilft uns auch, keine Frage, habe ich auch schon benutzt, aber es bleibt immer in der subjektiven Perspektive stecken. Und das wollte ich ein Stück weit anstoßen, dass es darüber hinausgeht, dass das ganz viel eben in der Gesellschaft.
Denn der Titel deines Buches lautet ja das Ende des Romantikdiktats. Du hast auch gerade schon so ein bisschen im Vorfeld klingen lassen, worum es dir dabei geht oder was du da damit meinst. Genau, und du hast auch direkt gesagt, dass es dir nicht darum geht, die romantische Liebe auf den sozusagen über Bord zu werfen, was ja auch schon von einigen kritischen Stimmen angemerkt wurde. Genau, aber kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen genauer erläutern, was du unter dem Begriff Romantik Diktat verstehst, was du damit meinst? Ich würde das vielleicht jetzt eine Passage beantworten, weil ich würde euch gerne jetzt einen Teil aus meinem ersten Kapitel vorlesen, eine Geschichte, die ich selber erlebt habe. Also in diesem Buch ist auch ganz viel versammelt von meinen eigenen Geschichten. Ich arbeite da mit einer speziellen Methode, wissenschaftlich habe ich das immer gemacht, und das fließt jetzt sozusagen zusammen, meine Interviews und meine Selbstanalyse im Prinzip. Und ich lese euch jetzt eine Geschichte vor, die ich erlebt habe, und die macht deutlich, finde ich, was ich unter Romantik Diktat eigentlich. 2022 habe ich jemanden über eine Dating-App kennengelernt, nennen wir ihn Philipp. Philipp lebt in einer anderen Stadt, recht weit weg von mir. Das Match mit ihm kam zustande, weil ich eine Freundin besucht habe, die in der Stadt lebt, in der auch Philipp lebt. Mit dieser Freundin habe ich mich ein wenig in einer Dating-App umgeschaut. Gemeinsam haben wir uns durch die vorhandenen Profile geswiped. Nach links bedeutet, ich bin nicht interessiert, also wischt das links. Das Wischen nach rechts signalisiert Interesse. Wenn die Person nicht auch nach rechts wische, dies tut, entsteht ein Match und erst dann können wir miteinander kommunizieren. So funktionieren die meisten dieser Apps. Meine Freundin und ich wischen uns also durch den Abend. Sie war neugierig, ob sie jemanden kennt. Ich wollte Ablenkung und Unterhaltung. Beim Swipen gehört Philipp zu den wenigen Menschen, die ich nach rechts wische. Am selben Abend haben wir ein Match und beginnen uns zu schreiben. Recht schnell wird der Kontakt zwischen uns intensiv. Wir tauschen Nummern aus, kommunizieren sehr viel über Nachrichten. Wir teilen dabei auch Gedanken und Erlebnisse. Es reicht von guten Morgen bis gute Nacht und ganz viel dazwischen. Es bleibt nicht beim Schreiben und Sprachnachrichten schicken. Sobald telefonieren wir regelmäßig und verabreden uns schließlich zu einem Skype-Date, um uns mal live sehen zu können, da wir uns aufgrund der Distanz nicht so einfach zu einem physischen Date verabreden können. Nach 2 Wochen des intensiven Kontakts kommt es zu einem Moment des Innehaltens. Man könnte es auch als Bruch bezeichnen. Philipp erklärt mir in einem Gespräch, dass er beobachte, in welche Richtung sich unser Kontakt entwickelt, nämlich in die Richtung einer romantischen Liebesbeziehung. Genau das möchte er aktuell aber nicht. Und so stünde es auch in seinem Profil. Seine bisherigen Erfahrungen haben ihm gezeigt, dass dies nichts für ihn sei, erklärt er mir am Telefon. In dem Moment, in dem er es ausspricht, wird mir auch klar, Moment, das also eine romantische Liebesbeziehung, will ich doch gerade auch nicht. Im Strudel des Kennenlernens will ich wieder den Erfolg, möchte aber nicht in die nächste Beziehung rennen, die eben diesen Mustern folgt. Sich in jemanden verlieben, ein Paar werden, zunehmend aufeinander fokussieren, vielleicht sogar verschmelzen, alles andere vergessen, FreundInnen vernachlässigen, zusammenziehen, den Bund fürs Leben eingehen, Kinder bekommen, ein Haus kaufen und. Wir sind also beide an einem Punkt, an dem wir feststellen, dass wir keine romantische Liebesbeziehung wollen. Dennoch spüren wir eine besondere Art, die vielleicht mehr beinhaltet, als einfach nur platonische FreundInnen zu sein. Ich lerne Philipp also weiter kennen. Und in dem Moment, in dem ich das hier niederschreibe, ist der weitere Verlauf der Geschichte offen. Wie so viele dieser Geschichte Geschichten heute nun mal offen. Selbst wenn wir uns an einem bestimmten Punkt für andere Formen des Nahseins entscheiden sollten, so wie Philipp und ich das eben dann getan haben, sind wir mit weiteren insbesondere dann, wenn diese Beziehung nicht bestimmten Normen und Mustern folgt, wenn sie beispielsweise weder romantisch noch Freundschaft. Diese Beziehung ist dann vielleicht etwas, das keinen Namen hat, weil keine Zuordnung passend ist oder weil das eine zu viel und das andere zu wenig scheint.
und diese nicht zu ordnen, löst Unverständnis, Widerstand und oder Ablehnung aus, denn das Modell, an dem sich alle zu orientieren haben, ist heterosexuell und romantisch. Die heteronormative Kultur, in der wir uns alle zu orientieren haben, auch jene, die nicht heterosexuell sind, umfasst mehr als das sich nahe sein, welches auf ganz bestimmte Weise praktiziert werden sollte. Diese Kultur hat auch ein ganzes Bündel an Praktiken und vor allem Institutionen wie die Ehe im Gepäck, die als Motor gesellschaftlicher Reproduktion fungieren. Ich möchte hier noch einen Schritt weitergehen und von einer romantischen Heteronormativität sprechen. Unser Idealzustand ist, wenn wir unsere Beziehungen, unsere heteronormativen Beziehungen, auf denen wir uns gesellschaftlich reproduzieren, romantisch sind. Alles, was davon abweicht, wird als anders markiert. Es herrscht ein romantisches Diktat, welches unsere persönlichen Geschichten vorschreibt. Und das in einem doppelten Sinne des Wortes. In unseren Filmen, aber auch in unseren persönlichen Erfolgsgeschichten, die wir uns erzählen, die wir uns auch einander erzählen, mithilfe derer wir konstruieren, was für uns Normalität bedeutet. Das Romantikdiktat wirkt also regulierend. Und wessen Geschichte davon abweicht, dem droht die Problematisierung der eigenen Intimitätspraxis. Dies wird auch deutlich anhand meiner Geschichte mit Philipp. Als ich in einem Gespräch mit einem guten Freund auf Philipp und meinen Kontakt zu ihm zu sprechen komme, insistiert dieser darauf, mir über meine wahren Gefühle gegenüber Philipp klar zu werden. Es sei wichtig für meine emotionale Gesundheit, dass diese Gefühle nicht verberge, sonst würden sie mich irgendwann einholen. Diese Ermahnung, die mich zwar zu nichts zwingt, wirkt dennoch regulierend. In dem Moment, als er es ausspricht, spüre ich ein Unwohlsein. Ich fühle mich ertappt. Rede ich mir das, was gerade zwischen Philipp und mir ist, was sind denn meine wahren Gefühle? Es wäre leicht zu sagen, dass Gefühle nun mal Gefühle seien. Sie entstehen in uns und sie sind bedingt beeinflussbar. Ihnen wird eine gewisse Ursprünglichkeit und Natürlichkeit zugesprochen. Ich will jetzt gar nicht zu tief in diese Debatte eingehen, aber ich beziehe mich in diesem Buch eben auf einen sehr wesentlichen Essay von der Philosophin Martha zu Nussbaum, die in diesem Essay, das heißt Konstruktion der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge, eben auf das Gefühl und Überzeugung eingeht. Und sie stellt dabei fest, dass Gefühle kulturell vermittelt sind. Wir werden also laut Nussbaum nicht mit einem festen Gefühlsrepertoire geboren. Das heißt auch, dass Menschen dieses Repertoire erst erlernen müssen. Beispielsweise lernen wir sehr früh, dass bestimmte Körperteile zu bedecken sind, wenn diese gesellschaftlich als sexuell wahrgenommen werden. Gefühle von Scham, wenn sie nicht bedeckt und öffentlich gezeigt werden. Und das zeigt uns auch der unterschiedliche Umgang mit männlichen und weiblichen Brüsten. Und es kann auch dazu führen, dass es eben strafrechtlich verfolgt wird, wenn wir sie nicht bedecken. Wenn wir also davon ausgehen, dass Gefühle wie Scham erlernt sind, dann ist es auch grundsätzlich möglich, Gefühle dadurch zu verändern, dass man die Überzeugungen, auf denen sie beruhen, modifiziert statt missbrauchen. Wie es zum Beispiel aktuell zur Debatte verboten sein soll, dass weibliche Brüste in der Öffentlichkeit zu verdecken sind. Und vielleicht schämen sich dann junge Frauen in Zukunft nicht mehr für ihre Brüste, sondern verbinden da mit der Zuschaustellung eher wohlige Gefühle. Für unsere Fragen rund um intime Beziehungen ist diese Einsicht zentral, weil sie auf die Wandelbarkeit von Überzeugungen und Gefühlen verweist. Das macht es wichtig, auf die Definition von Sprache zu blicken. Ich lasse jetzt ein Stück aus, weil sonst wird es vielleicht zu lang. Auf einen Teil von Nussbaum ein, der sehr interessant ist. Ich kann euch das nur empfehlen, auch zu lesen, aber ich gehe jetzt nochmal wieder ein auf die Geschichte mit Philipp. Die Frage kann also sein, müssen die Gefühle, die ich für Philipp empfinde, zwangsläufig darin münden, wo sie idealerweise ihren Ort haben, nämlich in einer Beziehung? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten, einander nahe zu sein? Vielleicht entwickelt sich daraus etwas zwischen uns, das wir nicht benennen können, weil es kulturell dafür noch keine Vorbilder gibt, an denen wir uns orientieren.
Es mag leicht klingen. Es ist allerdings alles andere als das. Es erscheint mir sogar sehr schwer zu sein. Wenn ich darüber nachdenke, breitet sich immer wieder ein Gefühl des Unbehagens in mir aus. Bin ich merkwürdig, vielleicht sogar übergeschnappt, weil ich mir wünsche, mit Philipp verbunden zu sein? Auf eine Weise, die jenseits der seriellen Romantik liegt, die ich eigentlich kenne? Das kann nicht funktionieren, ist die implizite Botschaft, die immer wieder in Gesprächen darüber. Der Blick in die Wissenschaft verrät, dass diese Art des Unbehagens in uns entstehen kann, wenn wir uns nicht konform verhalten. Das normative Unbewusste kann Scham, Schuldgefühle und auch Angst ausrufen. Diese Gefühle können dann als innere Sanktionen gegen die Normabweichung verstanden werden und verursachen nicht selten psychischen Stress und innere Konflikte. Dem Romantikdiktat folgend finden wir die Erfüllung unserer wahren Gefühle, also wahre bitte in Anführungszeichen, in einer romantischen Liebesbeziehung mit dem Objekt unserer Verliebtheit. Das ist der vorgeschriebene Weg, den wir unzählig viele Geschichten kennen, der Weg, der uns schließlich glücklich machen soll. Andere Geschichten kennen wir nicht. Liegt auch daran, dass sie nicht erzählt werden. Aber sind sie deshalb auch unmöglich? Wäre die Frage. Du hast ja jetzt gerade schon auf die Wichtigkeit von Sprache verwiesen und gesagt, dass die Sprache, die wir haben, um unsere Beziehungen oder um über Intimität zu sprechen, teilweise ja sehr begrenzt ist. Also ein Beispiel, wenn wir Beziehung sagen, denken wahrscheinlich die meisten von uns direkt an Liebesbeziehungen, weil da ploppt so ein Ding auf von, okay, das ist eine Liebesbeziehung. Aber da gibt es ja Beziehungen, also vielfältigster Art, die wir mit unterschiedlichen Leuten führen. Genau, das heißt, Sprache ist unglaublich wichtig und Sprache, also das ist ja auch wieder ein psychologischer Aspekt sozusagen, stimmt ja auch ein Stück weit mit, wie wir die Welt erleben. Ne? Also mit Sprache konstruiert man ja auch Welt. Brauchen wir vielleicht einfach eine neue über Intimität zu reden oder um Intimität vielleicht für uns auch verständlich zu machen? Was ist da deiner Haltung? Unbedingt brauchen wir das. Also ich würde sagen, im ersten müssen wir sowieso anfangen, darüber überhaupt zu sprechen. Also das ist ja auch in meinem Vorwort, das heißt ja auch, let's talk about intimacy, also sprechen wir über Intimität und in der intimen Beziehung. Und auch in der kurzen Zeit, wie das Buch in der Öffentlichkeit ist, eben auch von Medien, also von Medieninteresse gekennzeichnet ist. Ich hatte ein Interview mit dem Spiegel und die Spiegel-Redakteurin ist auf meinen Dank eingegangen, den ich am Ende des Buches habe. Es gibt hier einen speziellen Dank an eine spezielle Person. Und da wurde ich eben gefragt, ob diese, ob das nicht total romantisch wäre, was ich da schreibe. Das ist eine Beziehung, die relevant ist für mein Leben, aber die nicht romantisch ist. Da hat mir aufgefallen, wie wenig wir eigentlich über Sprache verfügen, über Worte verfügen, über Praxis verfügen, jenseits der romantischen Liebe liegt, um über Intimität und Nähe und Liebe sprechen zu können. Also alleine schon die Aussage, ich liebe dich, ist sehr exklusiv gedacht für romantische Paarbeziehungen. Aber in Freundschaften können wir auch lieben, zum Beispiel, oder in anderen Beziehungen, welcher Art auch immer. Da gibt es ja ganz viel. Da geht uns tatsächlich der Begriff oder der Ausdruck, ich liebe dich, ganz schwer unter die Lippen, weil wir dann sofort in so einem Muster verfallen, dass wir annehmen, andere Person könnte jetzt denken, dass wir jetzt doch vielleicht eine romantische Liebe führen wollen. Ja? Und das Thema Freundschaft plus, auf das wir auch gleich noch, also Freundschaften und Freundschaft plus, darauf gehe ich in dem Buch ja auch ein, was ein großes Thema ist aktuell im Kontext von Online-Dating und das vielleicht auch einigen Menschen vielleicht auch Dating-Apps nutzen oder auf der Suche sind oder sich ausprobieren oder frustriert sind von ihren gängigen Beziehungen, auch schon ausprobiert haben. Gerade diese Freundschaft-Plus-Beziehungen sind ja in so einer Schnittstelle, wo es dann auch für viele herausfordernd wird, weil sie sich eben nicht an Typenskripten orientieren können. Und auch da, also es wird sehr wenig gesprochen über das. Das ist meine Erfahrung aus meinen Interviews und auch alles, was
erweiterten Freundeskreis, auch die Zuschriften, die ich bekomme, jetzt schon von dem Buch, die Interviews, die ich geführt habe, auch mit Medien. Es ist, wir reden nicht darüber. Es ist was ganz Privates, was Heimeliges, was wir zu Hause machen. Vielleicht schaffen wir es, das mit unseren Partnern und unserer Partnerin zu machen, also unseren romantischen. Aber wir reden darüber nicht mit in diesen anderen Beziehungen, die auch relevant sind, die wir teilweise ja vielleicht schon auch 20, 30 Jahre haben. Ja, darüber sprechen wir eigentlich nicht. Und das ist eine Übungsfrage und das hat aber auch gleichzeitig, fordert es ja auch die Normen und Strukturen heraus. Und ich glaube, diese Praxis ändert sich nur, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen und wir uns einfach ausprobieren und experimentieren und gucken und uns die Offenheit vielleicht auch finden. Du hast ja jetzt gerade eine persönliche Erfahrung, ein Erlebnis vorgestellt. Eine Autorin, die auch viel zu Online-Dating geschrieben hat, ist Eva Illouz. Sie ist auch Soziologin und hat vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr das genaue Datum, ein Buch veröffentlicht, das Ende oder wie, warum Liebe endet. Warum Liebe endet? 2018. Du so oft benutzt, dass ich... Ja. Du verwendest es ja auch in deinem Buch oder erwähnst es da. Genau, und Eva Illouz hat ja eine sehr kritische Einstellung zu Dating-Apps. Ihre Diagnose, sage ich mal, sehr verkürzt ist, dass Dating-Apps etwas verstärken, was sie Nichtwahl nennt. Also Menschen, die Dating-Apps nutzen, werden sozusagen darin bestärkt, sich nicht auf eine Person entscheiden zu müssen oder sich nicht auf eine andere Person einzulassen, weil sozusagen Dating-Apps suggerieren, dass es da draußen einen Pool aus Menschen gibt, die alle, wo sozusagen eine Person noch drin ist, die noch perfekter passen könnte, sodass halt kleine Unterschiede vielleicht im Interesse schon dazu führen können, dass man ja die Person lieber dann wegswiped oder nach einem Date sagt, nee, es ist irgendwie doch nicht das Richtige, ich warte dann lieber auf die perfekte Person für mich. Oder man guckt nicht weiter. Ja. Genau, das ist eine sehr, ja, wie ich schon gesagt habe, eine eher kritische Einstellung gegenüber Dating-Apps. Milder ausgedrückt könnte man natürlich schon sagen, dass diese Nutzung von Dating-Apps mit einem bestimmten Druck vielleicht ja auch verbunden ist, eben weil Dating-Apps einem das irgendwie suggerieren, dass es da draußen halt noch eine, ja, dass es da draußen sehr viele Menschen gibt, die irgendwie passen könnten und dass Leute vielleicht deshalb das Gefühl haben, gerade auch da jemanden finden zu müssen. Wie ist denn deine Einstellung da? Was hast du, hast ja sehr intensiv zu Dating-Apps geforscht und viele Personen interviewt. Was sind deine Erfahrungen aus der Forschung, wie Personen sozusagen damit umgehen oder wie sie Dating-Apps nutzen? Es ist auf jeden Fall, also meine Ergebnisse zeigen auf jeden Fall viel mehr Ambivalenz. Also ich finde Eva Illouz Analysen finde ich sehr klug und sie hat auch wichtige Arbeit geleistet. Gleichzeitig finde ich ihre Schlussfolgerungen zu einseitig. Also sie geht halt sehr kritisch, blickt auf die ganzen Entwicklungen eigentlich eher aus einer, finde ich, heteronormativen Brille, weil sie sich eben, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, für die Entstehung von romantischen Liebesbeziehungen interessiert. Und alles andere, was da noch existiert oder sich vielleicht entwickelt oder geht, das hat Eva Illouz nicht so sehr im Blick, beziehungsweise tut sie das relativ schnell einordnen in die, also praktisch alles in diese Formulierung, das seien alles negative Beziehungen, also das sei ein Sinnbild für moderne Individuen, sich eben nicht mehr entscheiden zu müssen für eine andere Person, deswegen gehe man polyamoröse Beziehungen ein, deswegen habe man Freundschaft plus Beziehungen, weil man sich dann nicht den Schritt weiter quasi wagt und sagt, okay, bin mit ihr in einer Beziehung, die ähnelt Skripten, aber wir haben eine Freundschaft, die auch Sex inkludiert, aber ich möchte eben keine feste Beziehung mit ihr führen. Und da schlussfolgert Eva Illouz eben, dass da zu dem Bindungswillen heute vorhanden sei. Es gibt andere Analysten, die eben von so einer Beziehungsunfähigkeit sprechen, die heute durch die Generationen gehen würde, gerade die Jüngeren würden sich ja die Generation Y, also viele der Studierenden würden sich einfach nicht mehr binden wollen. Ich halte das für zu einseitig und der Blick
geht verloren auf die vielen Dinge, die da aber auch, ich nenne das Potenzial, in diesen Dating-Apps stecken. Bindungen, Verbindungen, die anders entstehen als vielleicht nach dem gängigen Muster der romantischen Liebesbeziehung, die aber trotzdem für die Menschen, die ich interviewt habe, immer sehr wertvoll, relevant und bedeutsam waren und auch sehr viel Nähe beinhaltet haben. Also es gibt diese Problematiken, dass es ist ein Markt, aber das war er auch schon vor den Dating-Apps. Also Heiratsmärkte sind über 100 Jahre alt, noch 50, 200 Jahre alt. Ach, noch viel älter. Es gibt auch schon vorher medienvermittelte Kontaktaufnahmen, ich sage nur Zeitungsannoncen und so weiter. Also das ist auch, medienvermittelte ist auch quasi nicht neu. Aber ja, Dating-Apps sind nochmal sozusagen eine Zuspitzung dessen. Es ist ein beschleunigter Markt, es ist ein sehr ökonomischer Markt, es ist ein wirklich immenses Angebot da und es hat auch einen hohen, ne? Also damit Unternehmen sind ja daran interessiert, dass die Leute da bleiben. Ja, das ist ja das Geschäftsmodell. Gleichzeitig, und das kann man schon auch anhand der queer Kulturen und Kämpfe sehen, wie wichtig diese Medien dann eben doch waren, um miteinander, miteinander in Kontakt zu kommen, wo andere Wege nicht möglich waren. Also queere Menschen haben schon sehr früh in der Geschichte angefangen, sich zum Beispiel bestimmte Räume zu schaffen. Da gehörten auch Dating-Apps zu, also Grindr, die erste Dating-App, für schwule Männer. Und dieses Prinzip hat sich dann Tinder, hat sich das kopiert quasi, und die, aber Tinder hat noch dieses Swipe, dieses Wischprinzip mit eingebracht. Das hat dann diesen Spielfaktor, muss man sagen. Ne? Das ist so wie, ich wische so lange, bis ich das Match bekomme und das ist interessant. Aber daran sieht man, es gibt eben auch darin viel Potenzialität. Ich habe so viele Menschen getroffen, die Menschen kennengelernt haben, die sie sehr wahrscheinlich waren, deren Einschätzung niemals im On irgendwie Verbindungen sind dadurch entstanden. Es entstehen auch romantische Beziehungen darüber. Ne? Also es gibt alles. Es gibt sogar Untersuchungen zu, wie viele Menschen geheiratet haben über Online-Dating. Und es ist, und da hat die Pandemie eben auch einen wichtigen Beitrag geleistet, wichtigen Beitrag in Anführungszeichen oder einen relevanten Beitrag, weil zu dieser Zeit eben keine anderen Räume zur Verfügung standen, wo man sich halt treffen kann. Und Dating-Apps waren für viele quasi die neue Kneipe. Sollte man halt einfach abends in der Pandemie, im Lockdown, die Dating-App anschmeißen und sich in der Kneipe einfach mal umschauen, wer so aktuell online ist, weil bei manchen Dating-Apps sieht man das einfach. Und dann spricht man vielleicht jemanden einfach mal an und wenn man Glück hat, entsteht ein Gespräch. Und nicht anders funktioniert das ja auch in der Kneipe. Also, die hatten interessanterweise auch mal so eine Kulturgeschichte, dass es Kneipen aufgrund von ja, Vermittlungsgründen sich auch etabliert haben, dass auch Singles quasi, explizit Single-Kneipen in 70 oder 80 Jahren und wir haben ja heute nicht mehr den Platz. Ne? Und wir behandeln diesen Ort einfach heute ganz anders, auch wenn wir durchaus wissen, in der Kneipe sich jemanden kennenlernen. Ja. Dating-Apps sind halt heute noch vor allen Dingen, also die haben das Image vor allen Dingen dazu da zu sein, einen romantischen Partner oder eine Partnerin zu finden. Und was ich beobachtet habe in meiner Forschung ist, dass sie auch für alles andere gut sind. Also es suchen sich Leute da, der will mit mir in Urlaub fahren oder man zieht in eine andere Stadt, weil man irgendwie zum Studieren nach Gießen kommt. Da sind Dating-Apps auch prima, weil man kann einfach mal gucken und relativ niedrigschwellig andere Leute kennenlernen und sau viele Leute in, haben dadurch Freundschaften entwickeln können. Also das ist auch ein Faktor, den Eva Erhus einfach so vielleicht ein bisschen zu sehr unter den Tisch oder den Teppich. Genau, du hast es gerade schon erwähnt, eine Beziehungsform sozusagen, die daraus entsteht, sind Freundschaften, was uns zum nächsten Kapitel führen würde. Genau, ich würde jetzt nochmal ungefähr eine Viertelstunde was zu Freundschaften vorlesen und danach würden wir, glaube ich, mal das Gespräch öffnen. Was verstehen wir eigentlich unter Freundschaften? Werden Menschen in Deutschland danach gefragt, was sie persönlich im Leben für besonders wichtig und erstrebenswert halten? Steht seit Jahren auf Platz 1, gute Freundinnen haben, enge Beziehung zu anderen Menschen. Und es sind vor allem junge Menschen, die in keiner romantischen Liebesbeziehung sind, denen diese Beziehungen sehr wichtig sind und die viel Zeit mit Freundinnen verbinden. Was aber zeichnet Freundschaften eigentlich aus?
Was macht sie für uns so wichtig und bedeutsam? Und warum verändert sich das, wenn wir älter sind bzw. in romantischen Beziehungen stecken? Einem allgemeinen Verständnis nach sind Freundschaften hierzulande platonische Beziehungen, sexuelle und sinnlich-erotische Aspekte der Beziehung ausklammern. Diese Vorstellung gründet auf einem Modell von Freundschaft der griechischen Antike, man muss sagen, der griechischen männlichen Antike, welches sich durch die christliche Interpretation leicht abgewandelt über die Jahrhunderte in Europa verbreitet hat und zu Norm entwickelt. Es ist heute normal, platonische Freundschaften zu führen. So werden in der Regel Fragen um Möglichkeiten körperlich-sexueller Nähe in Freundschaften nicht ausgehandelt. Vielmehr gehen wir stillschweigend davon aus, dass diese Ebenen sogar ganz selbstverständlich ausgeschlossen sind. Werden die Grenzen dann doch überschritten, wie beispielsweise in Freundschaft-Plus-Beziehungen, entstehen schnell Schwierigkeiten. Freundschaften sind soziale Beziehungen, die wir selbst gewählt, freiwillig und auf Augenhöhe führen und die uns nicht selten über einen längeren Zeitraum begleiten, manchmal sogar ein Leben lang. Freundschaften beginnen wir allerdings nicht so bewusst wie unsere romantischen Beziehungen. Es gibt kein Pendant zu dem Moment, in dem sich zwei Menschen gegenseitig sagen, dass sie sich lieben und zusammen sein wollen. Der Moment, in dem das Liebespaar geboren wird und in welchem dann Skripte, Strukturen und Regeln in der Praxis der romantischen Liebesbeziehung folgen werden. Soziologisch betrachtet ist die Freundschaft eine sehr alte Sozialform. Bereits in der Antike haben Menschen, so muss man auch wieder sagen, Männer, es als gesellschaftlich relevantes Thema identifiziert und sich mit Fragen des sozialen Stellenwerts von Freundschaften intensiv auseinandergesetzt. Trotz dieser Geschichte entzieht sich Freundschaft wissenschaftlichen sowie alltagspraktischen Definitionen. Sie lässt sich kaum eindeutig bestimmen und es lassen sich etliche Varianten von Freundschaften finden. Sandkastenfreundschaften, bestens. Sportfreundinnen, Freundschaft plus Beziehung, Kumpels oder ähnliches. Es gibt viele Formen, wie wir miteinander befreundet sein können. Aus diesem Grund sprechen wir wissenschaftlich eher von einer ganzen Familie abstrakter Beziehungsformen, als von einer Beziehungsform mit klar bestimmten Eigenschaften. Freundschaften zeichnen sich also dadurch aus, dass sie nicht institutionalisiert und ihre Form und Varianten vielfältig sind. Wissenschaftlich ist das Thema Freundschaft lange Zeit vernachlässigt worden. Und obwohl das Wissen um Freundschaften in den letzten Jahren sich ein wenig erweitert hat, ist über sie immer noch wenig bekannt. Was wir allerdings sehen, Freundschaften funktionieren nicht ohne Regeln oder Struktur. Sie folgen Skripten sozialer Verpflichtungen und Verbindlichkeiten. Und sie haben nicht immer nur positive Effekte, auch wenn wir sie freiwillig und gegenseitig führen. Trotz dieser vielleicht eher als negativ wahrgenommenen Aspekte haben Freundschaften so einiges zu bieten. Hier können wir uns nah sein, vieles teilen und Sorge umeinander tragen. Und das auch können wir auf sehr unterschiedliche Weise miteinander befreundet sein. Mit manchen FreundInnen teilen wir die Wohnung, mit anderen machen wir einmal im Jahr Urlaub, mit wieder anderen gehen wir regelmäßig zum Sport oder in die Bar, mit manchen telefonieren oder chatten wir täglich, wiederum andere sind AnsprechpartnerInnen, wenn uns etwas auf dem Herzen. Obwohl uns Freundschaften sehr wichtig sind, kann es vorkommen, dass wir sie vernachlässigen, wenn wir uns verlieben, wenn wir uns romantisch verbinden und vermitteln. Wir haben dann einfach nicht mehr so viel Zeit, unsere Freundschaften zu pflegen. Dies kann dann zu einem späteren Zeitpunkt in unserem Leben zu einem Problem werden, wenn wir uns dann wieder trennen und unsere Familien zerbrechen. Wer ist dann da, wenn alles zuvor auf eine Person oder eine Kleinfamilie ausgerichtet war? Freundschaften eröffnen uns hingegen Möglichkeiten zur freien Gestaltung der Welten, gerade weil sie eben nicht institutionalisiert sind und weil sie nicht voraussetzen, alles sein zu müssen. Wir können verschiedene Formen von Freundschaften leben und viele FreundInnen haben, auch wenn das beste FreundInnen-Narrativ noch stets sehr wirksam ist. Wollen wir neue Welten bauen und diverse intime Bande knüpfen, bieten Freundschaften ein bislang übersehenes Potenzial, gerade weil sie im Gegensatz zu manchen Beziehungen keinen so sehr klaren, über die Jahrhunderte etablierten Strukturen folgen. Weil sie eben nicht zwangsläufig nach Schema F verlaufen, können Sie uns in die Lage versetzen,
Neues zu erschaffen, wenn wir das denn wollen. Und nebenbei durchbrechen wir vielleicht sogar normative Lebensweisen, die uns vorschreiben, dass die Erfüllung in der romantischen Liebesbeziehung zu finden ist. Das romantische Ideal verlangt von uns unhintergehbare Treue gegenüber unseren PartnerInnen, auch wenn es die gerade nicht gibt. Dabei geht es nicht allein um die sexuelle Treue, sondern es geht auch um Alltags- und Lebensplanung insgesamt. Da ist kein Platz für andere Verpflichtungen und Verbindlichkeiten. Und weil die Sehnsucht, so groß ist, sich in einer romantischen Zweisamkeit zugehörig und anerkannt zu fühlen, ist es nach wie vor das, was uns alle antreibt. Binden wir uns beispielsweise zu sehr an Freundinnen, dann könnte es sein, dass it's the right, dass wir die nicht finden, diese Person, weil wir keine Zeit haben zu suchen oder weil diese eine Person vielleicht sogar abschrecken, wenn wir zu enge Freundschaften haben. Denn diese könnten dann verhindern, dass the one and only auch wirklich unser Ein und Alles werden kann. Folgen wir dem romantischen Ideal, gibt es neben der einen Liebe keine anderen Liebe. Muss aber nicht so sein. In ihrem Buch Lieben Lernen lenkt Bell Hooks unseren Blick auf das Thema Beziehung, die historisch seit dem viktorianischen Zeitalter existiert, heute jedoch in Vergessenheit geraten. Die romantische Freundschaft oder auch Boston-Ehe genannt. Diese Freundschaften, so Fuchs, kamen meist ohne sexuelle Handlungen aus, auch wenn die Beziehung von einer erotischen Leidenschaft geprägt war. Nur habe man sich eben bewusst gegen sexuelle und erotische Handlungen entschieden. Und das ist das Besondere dieser Beziehung. Die sexuelle oder erotische muss nicht hinderlich sein für die Entwicklung einer Beziehung, sondern kann diese viel mehr intensivieren. So wie die Geschichte, die ich vorhin mit Philipp vorgelesen habe. Für uns heute kaum vorstellbar, dass Menschen trotz dieser Empfindung eine sehr nahe Beziehung aufbauen können. Wenn wir uns aber umschauen, finden wir auch heute Modelle dieser Art. Beispielsweise kann die Beziehung zwischen Francis und Bob, im Roman von Sally Rooney, Gespräch mit Freunden, ich weiß nicht, ob das gelesen hat, sehr zu empfehlen, durchaus als eine romantische Freundschaft verstanden werden. Die erotische Spannung zwischen den beiden Freundinnen ist wie eine Art Motor, der die Intensität der Beziehung am Laufen hält und sie auch gefährdet. Hier ist eine Beziehung entstanden, in deren Zentrum nicht die Romantik steht, die die Grundlage für eine romantische Liebesbeziehung hätte bilden können, sondern die Freundschaft. Diese Art von Beziehungen zu führen, aus auch romantische Beziehungen zu führen, das verrät uns Bell Hooks. Nur dass im Zentrum des Lebens nicht zwangsläufig die romantische Beziehung stehen muss. Ähnliches sieht es auch bei freundschaftszentrierten Lebensweisen. Hier stellen Menschen Freundschaft bewusst in den Mittelpunkt ihres Lebens. Die Psychologin Doreen Krupper hat diese Lebensweisen untersucht und ihre Ergebnisse zeigen, dass sich romantische freundschaftszentrierte Lebensweisen nicht ausschließen müssen. Allerdings verändert sich der Fokus, wenn Menschen freundschaftszentriert leben und in der Folge wird die romantische Partnerschaft dezentralisiert. Diese Dezentralisierung zieht dann eben auch Verschiebungen bei der Verantwortlichkeit innerhalb der Beziehungsgeflechte nach sich. So stehen Menschen in lebenszentrierten Freundschaften gegenseitige Sorgearbeit zentral an den romantischen Partner vor. Emotionale, praktische, aber auch finanzielle Unterstützung ist ebenso Teil dieser Freundschaft. Geht es beispielsweise einer Freundin schlecht, oder kommt es zu einer Krisensituation, können auch Freundinnen eine Schulter zum Anlehnen bieten. Das bricht also auch mit der Vorstellung, dass die romantischen PartnerInnen für alle Bedürfnisse und Belange jederzeit zuständig zu sein haben. In freundschaftsgetriebenen Lebensweisen sind auch körperliche und sexuelle Aspekte ausgeschlossen. So zeigen die Ergebnisse von Gruppe, dass sich gegenseitig in den Arm nehmen, kuscheln und auch mal ein Bett teilen, ebenso zu diesen Freundschaften gehören, wie Erotik und Sex. Viele Menschen, die diese Lebensweise wahrnehmen, wie es ihnen dabei, also wie es ihnen eigentlich geht, ist tatsächlich kaum untersucht. Da gibt es im Moment auch nur diese eine Untersuchung von Gruppa, aber sonst gibt es zu freundschaftszentrierten Lebensweisen oder anderen Modellen, wie Freundschaft in Freundschaft Sorgeverantwortung miteinander. Kaum Untersuchungen.
Ich wage aber die These, dass diese Praktiken durchaus als erfüllend erlebt werden, aber auch dadurch gekennzeichnet sind, dass Menschen in der Bestimmung der Form ihrer intimen Wanne immer wieder ringen müssen. Ich denke, das bleibt uns leider nicht erspart. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Verstehen wir es eher als Ausgangspunkt möglicher Transformationen in einer Auseinandersetzung mit den Selbstverständlichkeiten unserer Intimpraxis, kann dieses Ringen, also diese Frage um was eine Form, die fortwährende Aushandlung unserer Wünsche und Vorstellungen uns antreiben, unser Zusammenleben zu verändern und vielleicht sogar es zu revolutionieren. Greifen wir also auf die innovativen Ideen zurück, die bereits vor unseren Füßen liegen, und beginnen wir mit der Arbeit. Denn ich würde sagen, es lohnt sich. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall einige Ausschnitte von was dann gehört. Trotzdem ist das nur natürlich ein Bruchteil dessen, von dem, was du alles besprichst. Aber ich glaube dennoch, dass sich da auf jeden Fall schon eine gute Diskussion raus entwickelt, oder dass auf jeden Fall genug Stoff da ist zum Diskutieren. Und angesichts der Zeit würde ich jetzt vielleicht auch schon in die Diskussion übergehen und gerne die Runde für Fragen, für Wortmeldungen eröffnen. An dieser Stelle auch an unsere Zuschauenden vor dem PC-Bildschirm. Ihr könnt gerne auch etwas in den Chat schreiben. Ich werde den mitlesen. Gibt es dann schon Wortmeldungen? Ja. Vielen Dank für den interessanten. Ich habe eine Frage. Also ich habe ein bisschen Probleme mit dem Tabuthema. Mit der Annahme, dass man darüber sprechen würde. Mein Name ist tatsächlich nur Sexualität. Wir machen den Stern auf, wir machen ganz viele Sachen auf. Wir werden auch sehr viel, würde ich mal sagen, sehr viel breiter informiert, als rein heteronormativ, ob es gibt, es werden lesbische, transsexuelle Lebenswelten, die heutzutage auch dargestellt, würden Sie zum einen, das wäre meine erste Frage, würden Sie sagen, wir müssen wieder darüber sprechen, weil, also meine Generation ist wie groß geworden mit Sex von Luther Arendt, ja. Bin groß geworden als praktisch wöchentlich im Spiegel Sexualkundschaft, wo ich mal Siebusch-Artikel hat gemacht, Martin Dannecker haben wir publiziert, also das Thema war also in den 70er Jahren sehr virulent. Man könnte vielleicht sagen, okay, durch AIDS kam es dann zu einer neuen Punktabstruktpunkt, dann wird das vielleicht mal so eine Abkehr gerade auch von gelebter Sexualität, weil es dann eben Krankheit würde Sie da also sagen, wir müssen hier, also ich nehme meinen Punkt nicht wahr, dass es da eben, also damals gab es diesen Diskurs ja auch in 70 Jahren, das ist ein Tabu, und würden Sie sagen, es ist wieder ein Tabu? Ist es ein Tabu? Also ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit. Und zum anderen wäre meine Frage auch noch, haben Sie auch die Frankfurter Sexualwissenschaft war ja auch, wenn die leider 2006 geschlossen wurde, war eine derjenigen, die auf der Sexualwissenschaft aufgenommen war, wo nur das Erdöl nahe, als auch da wieder sein. Ich erinnere mich an Bücher, der Drama der Sexualität, man sitzt mit dem Arzt auf dem Grab und man googelt, deshalb ist es nicht so natürlich nicht gut, weil es publiziert ist. Aber wo auch eben genau diese Fragestellung schon aufgekommen ist, was passiert mit unserer Sexualität, mit unserer Beziehung in der Ehe, also wie ging es eigentlich darum, dann Sexualität, die ja was Spontanes ist, was auch Vergängliches ist, Begierde in einer eigentlich aufs ganze Leben angelegt ist, wenn die inhaltiert werden, dann natürlich auch gefragt, was man romantisch hätten, die da irgendwie noch wirklich wird. Würde mich interessieren, haben Sie auch solche Autoren, eher Klassiker würden wir heute schon sagen, sind ja wirklich schon 40 Jahre, 50 Jahre mehr, auch berücksichtigen. Und ja, was
würde einen Schritt zurückgehen und den Begriff der Intimität nochmal vielleicht versuchen, neu aufzumachen an dieser Stelle, weil viele verstehen eben unter Intimität tatsächlich unter Intimsein und Versprache, dass wir Sex miteinander haben. Und es ist auch interessant, dass Sie das jetzt genau aufgreifen und über Sexualwissenschaft und Sexualität sprechen. Da gibt es ganz interessante Abhandlungen, auch die ich auch wichtig finde, dass eben dieser Blick auf Intimität ist immer quasi mit Sexualität oder Sexualorgane, wir kennen das ja auch, Intimpflege, Intimrasur. In unserer Gesellschaft nehmen wir den Begriff der Intimität oft mit Sexualität oder hat etwas mit dem Sexuellen zu tun, wahr. Und ich glaube, dass, da orientiere ich mich an einen US-Psychologen, der da einen wahnsinnig guten Artikel geschrieben hat, dass das an Denkstrukturen des Patriarchats liegt, dass Männer in dieser Kultur und Frauen eben auch lernen, dass Intimität, nah sein, einander nah sein, vor allen Dingen in dem Akt des Sexes seinen Platz hat. Und Männer lernen eben, Männern wird intim sein, Nähe, Gebrechlichkeit in allen anderen Räumen gesellschaftlich eigentlich nicht so wirklich zugesprochen, beziehungsweise jungen schnell ausgetrieben. Und diesem Ansatz folge ich und ich meine auch, dass es an der Zeit ist, über diese Fragen neu zu sprechen. Also deswegen sage ich, wir reden nicht darüber in unseren Freundschaften, was für eine Form von Nähe wir eigentlich miteinander haben. Es geht mir hier nicht um Sexualität. Wir haben, also ich habe auch Sigusch gelesen und er wird hier auch zitiert in dem Buch. Ich kenne mich da auch ganz gut aus. Über das hinaus und die Fragen von, welche Formen von Nähe können überhaupt möglich sein, welche Formen von Nähe haben wir auch praktisch miteinander, aber welche Formen von Nähe sind eben vor allen Dingen exklusiv dem Romanzen, der romantischen Liebesbeziehung zugesprochen. Also wie zum Beispiel der Ausdruck, ich liebe dich, der ist ja ein exklusiver Ausdruck, den wir oft nur in Liebesbeziehungen, in romantischen Liebesbeziehungen sprechen. Und ich finde, das ist auch eine Form von sich nahe zeigen. Ja? Also tatsächlich würde ich sagen, die Sprache. Und wir reden nicht darüber, welche Form von Intimbeziehungen wir eigentlich führen. Welches Ringen da auch auftaucht. Also ich habe den Roman von Sally Rooney erwähnt. Ich finde, das ist einfach ein wahnsinnig zeitgenössisch guter Beitrag, um eben zu zeigen, wie fluide das heute auch ist und beweglich. Und wenn wir nicht anfangen, über diese Selbstverständlichkeit, ich habe in meinen Interviews gehabt, die eben ausgegangen sind davon, ja, wir haben doch den ganzen Abend zusammen auf Netflix gesessen, auf der Couch gesessen und Netflix geguckt. Ich habe doch meine Zahnbürste bei der Person gelassen. Also diese ganzen Selbstverständlichkeiten der Skripte, die man kennt, das ist eine romantische Liebesbeziehung, die wurden einfach unhinterfragt vorausgesetzt, dass man dann sich schon auf einem Weg befindet, zumindest in einer romantischen Liebesbeziehung. Aber es gab kein Sprechen darüber, was man da eigentlich gerade miteinander macht, was für Bedürfnisse, Wünsche und was man da überhaupt eigentlich gerade miteinander entwickelt. Entwickelt sich da überhaupt irgendwas? Und ich glaube auch, dass das moderne Phänomen des Ghostings, was ja vielen von uns wahrscheinlich schmerzhaft bekannt ist, also für die, die es nicht kennen, Menschen werden heute zunehmend irgendwie auch in Dating-Apps digital vermittelte Möglichkeiten, das bedeutet, sie verschwinden einfach wie ein Geist. Also die Kommunikation hört einfach auf. Und ich habe darüber auch in diesem Buch geschrieben, ich glaube, dass das genau ein Zeichen davon ist, wie unterschiedlich Nähe wahrgenommen wird in unserer Gesellschaft. Weil ich oft mitbekomme, auch in Interviews und Gesprächen, dass für die eine Person es schon eine sehr relevante, nahe Kommunikation vielleicht stattgefunden hat, die damit sehr viel Nähe verbindet, sehr viel vielleicht auch dann eben mit diesen Menschen, mit denen da gesprochen wird oder kommuniziert wird, die andere Person das überhaupt aber gar nicht als relevant war. Und darüber wird nicht gesprochen, welche Form von Nähe empfinden wir gerade schon. Es liegt natürlich auch daran, dass darüber nicht gesprochen wird, weil viele Leute Angst haben, an einem frühen Stadium schon zu viel zu sprechen. Und das ist dann wieder so ein Gender Gap, würde ich sagen, dass viele Frauen auch Angst haben, Männern zu sagen, was sie da gerade empfinden, weil die es vielleicht eher gewohnt sind, darüber zu sprechen gegenüber den Männern und dann rennen
So, das sind ja auch oft Ängste, die dabei verbunden sind, also in so einer heteronormativen Kultur zumindest. Von daher, das wäre jetzt meine Antwort darauf, dass wir nicht über Nähe sprechen. Wir sprechen nicht über Intimität. Wir sprechen über Sexualität. Kann ich gerade zugucken, also das, da geht es aber ums Sprechen in der Beziehung. Nein, es geht auch ums Sprechen gesellschaftlich. Wann sprechen wir denn gesellschaftlich? Und die Relevanz von Freundschaften? Das ist relativ viel auch. Relativ viel. Also, wenn man sich die Diskurse... Ja, aber also ich habe dazu wissenschaftlich gearbeitet. Es wird ja nicht mal dazu geforscht. Wir wissen nicht viel über Freundschaft. Dann... Jutta hat das zuerst, oder? Ja, also ich finde es auch ein anderer Aspekt. Dass ich mal wieder daran anrufen oder auf die Idee kann, auch genau. Genau. Also bei mir stellt sich gerade so ein bisschen die Frage, also das ist auch deine Frage, bei mir stellt sich gerade so ein bisschen die Frage, also ich finde es auch spannend, neue Worte für Emotionen zu finden, aber auf der anderen Seite frage ich mich auch, ob man nicht sozusagen auch in einer Freundschaft empfindet, wie halt in einer romantischen Beziehung oder anderen und ob man da eben auch gleich ein Wort dann verwenden kann sozusagen oder ob es dringend notwendig ist, eben neue Worte so zu kreieren oder wie sie sich herausgefunden haben, in der Geschichte, die sie geschrieben haben, was sie sind, weil ich schon als sehr schön oder rein empfinde, wenn ich tatsächlich eben meine Emotionalität in Worten ausdrücken kann, weil ich mich ja dann verständlich machen kann. Und genau, also die Frage, wie findet man denn neue Worte? Mhm. Nein, tatsächlich nicht unbedingt neue Worte erfinden. Also das kann jetzt ja auch. Also es gibt ja auch neue Worte, es gibt auch neue Begriffe. Also zum Beispiel der Begriff der Situationship ist ja auch etwas, was in den letzten paar Jahren auch nach Deutschland diesen Begriff zu verwenden. Ich weiß gar nicht, ob der hier bekannt ist, aber in Berlin wird er zum Beispiel ziemlich viel von Menschen benutzt. Mir geht es eigentlich eher, auch wenn ich von Sprache spreche, dass wir nicht nur von Selbstverständlichkeiten ausgehen und eher auch in Freundschaften zum Beispiel darüber sprechen, was wir da miteinander machen. Das beste Beispiel ist tatsächlich auch, und das gibt ein bisschen Forschung dazu, zu Freundschaft-Plus-Beziehungen, dass da relativ wenig darüber gesprochen wird und dass das oft auch das Problem ist letzten Endes für diese Beziehungsformen, weil da verpasst wird, darüber zu sprechen, dass da eben auch das romantische Ideal nach wie vor wirkt. Also viele Menschen wünschen sich dann vielleicht doch so eine romantische Beziehung, begnügen sich aber vielleicht mit dieser Form der Freundschaft plus, weil es auch was Schönes ist und ein Nahring mit einem Menschen und gleichzeitig ja auch, wir immer wieder davon hören, im heterosexuellen Kontext Freundschaften zwischen Männern und Frauen ja nicht funktionieren können. Also da könnte man ja einfach Ja zueinander sagen, wenn man dann auch schon Sex miteinander hat, warum nicht gleich eine Beziehung führen? Ja, also vielleicht kennen viele den Film Freunde mit gewissen Vorzügen, also ja, das glaube ich, in den 2000ern gewesen, der macht sehr deutlich, wie dieses Bild irgendwie immer wieder neu hervorgebracht wird, dass Freundschaften zwischen Männern und Frauen, die heterosexuell sind und Sex miteinander haben, nicht funktionieren können. Da zeigt aber tatsächlich die Empirie von den Untersuchungen, die es dazu gibt, dass das funktioniert, dass viele Leute es auch machen. Und gleichzeitig gibt es da trotzdem Schwierigkeiten. Aber ich versuche mal zu sagen, es gibt überall Schwierigkeiten und Konflikte. Nur in Paarbeziehungen werden sie wahrscheinlich eher besprochen, weil dann das Angebot auch da ist, dass man Paartherapie machen kann, dass man Ratgeber liest, die sagen heute ja auch explizit, wir müssen reden. Mit Beziehungen sind dann romantische Beziehungen gemeint. Aber diese Sprache, dieses Sprechen darüber, das haben wir nicht etabliert bislang, würde ich sagen, in unseren anderen Beziehungsformen. Also explizit in unseren Freundschaften. Dann Jutta. Ja. Einerseits vielen Dank für die Hilfe und das Willkommen jetzt.
ich gerne fragen, welche Rolle deiner Ansicht nach Kritik an Psychoanalyse als Gesellschaftstheorie und als sozialer Praxis haben müsste. Du hast ja das eine Beispiel genannt, als ein Freund dann praktisch eine etwas unkonventionellere Beziehungsform praktisch pathologisiert hat. Und ich habe den Eindruck, vielleicht wir müssen die Normen in Frage stellen, die das Skript, also den Abbau des Skripts veranlassen. Aber sind es eigentlich die Normen der Romantik, also praktisch irgendwie der Literatur oder der Ideale des 19. Jahrhunderts, oder Normen, die aus Religionen, Katholizismus oder irgendwie sowas das Leben, das Leben lang Zusammenbleiben hervorgehen? Mhm. Oder sind es eigentlich Normen, die viel mehr, viel moderner sind, also zeitlich näher an uns dran? Der französische Soziologe, hat ja ein ganzes Buch geschrieben, der Psychoanalyse entkommen, wo er sich wirklich sehr dafür ausspricht, weil seiner Ansicht nach hat also Psychoanalyse als Gesellschaftstheorie insbesondere zu verwenden, weil er sagt, dass sie so viel Unheil gebracht hat durch die Normen, also heteronormative Normen, Vorstellungen über Frauen. Habe ich den Eindruck, müssen wir uns also mit der Rolle und der Stellung der Psychoanalyse befassen, weil sehr viele Leute, Menschen, die darunter leiden, dass sie eben nicht in so einer Stabilität aus einer Beziehung herauskommen, lassen sich ja wiederum von PsychologInnen helfen, die ja möglicherweise wiederum mit genau diesen Normen der Psychoanalyse. Also man würde praktisch sozusagen, die Metapher vielleicht falsch, aber ich würde eine Medizin anwenden, die noch mehr irgendwie krank macht. Also wie ist da deine Stellung zur Analyse als starker gesellschaftlicher Norm? Ist auf jeden Fall sehr wirkmächtig, das finde ich der Begriff. Also ich finde den Bon auch super und das Buch habe ich auch beschlungen. Ich habe es mehr in meinen wissenschaftlichen Texten verarbeitet. Aber ja, diese Frage, auf die gehe ich auch ein. Die Frage des Selbst und die Stellung des Selbst innerhalb der Beziehungen. Also heute wird zum Beispiel immer wichtiger, und das geben eben auch Ratgeber, die psychologische Ratgeber sind oft eben auch mit auf den Weg, dass man sich zunehmend mehr auf das Selbst fokussieren soll in der Beziehung. Also es geht ganz viel um, sei du selbst, geh deinen eigenen Weg, achte mal drauf, dass es dir gut geht in der Beziehung, alles richtig, ja. Also es ist ja auch gut zu erkennen, wenn man in toxischen Beziehungen ist, zum Beispiel. Ich würde sagen, es geht Hand in Hand mit den anderen Normen und Idealen, die ja irgendwie seit Jahrhunderten, also das romantische Ideal wird meiner Ansicht nach auch in der Psychoanalyse reproduziert. Also da geht es ja auch immer um, also es geht ja schon allein um die Kleinfamilie und den Ödipus-Komplex, was reproduziert und so weiter. Das ganze Konzept, da bin ich auch ganz auf die Bronze-Seite, ist sehr heteronormativ und ist eben auf das moderne Subjekt zugeschnitten, also wie wir uns heute als Menschen verstehen. Ja? Und das ist ja auch erst 250 Jahre alt, etwa, vielleicht 280 Jahre. Und diese Entwicklungen gehen schon sehr, finde ich es auch. Ich habe keinen psychologischen Ratgeber geschrieben. Mir ganz wichtig zu sagen, ich mache keine Dating-Beratung. Ich will auch nicht individuelle Beratung machen. Mir geht es hier ganz explizit um eine Gesellschaftsanalyse. Deswegen endet dieses Buch eben auch mit einem Ausblick auf Gesellschaft. Weil ich glaube, dass wir irgendwie auf dieser Ebene, wenn wir individuell stehen bleiben, eben immer wieder in diese Prozesse reinkommen. Da geht es auch eine Art Kritik an der Analyse zu etablieren. Ich mache jetzt nicht explizit in dem Buch, aber ich finde es schon auch relevant. Ja. Aber ich finde genauso relevant eben auch einer gesellschaftlichen Analyse über Fragen, wie zum Beispiel, wie verstehen wir uns als, moderne Menschen eigentlich heute selbst? Also Fragen von autonomer Subjektivität, die irgendwie, also ne, wir sind alle autarke Planeten und schwirren so im Universum herum und wir müssen uns nicht verbinden.
nicht auf unsere existenzielle Angewiesenheit, die wir eigentlich miteinander haben. Also wir können als Menschen nicht ohne einander existieren. Wir würden sterben. Also Babys sterben, wenn man die einfach irgendwo hinlegt und da ist kein anderer Mensch. Und das ist was, was ich relevant finde. Also eine Veränderung von diesem Selbstbild und dann eben eine Veränderung von Möglichkeiten von neuen intimen Beziehungen, die eben nicht auf dieser Zweisamkeit, auf dieser Fokussierung der Zweisamkeit und der intimen Beziehung münden sollen, sondern ich plädiere für ein breiteres Fundament. Mein Argument ist eben, unsere Welt, unsere intime Welt so bauen, dass sie eben auf vielen Schultern stehen kann oder fußen kann. Ja? Also dass da nicht nur zwei Hände sind, die einen halten. Oder in der Kleinfamilie vielleicht vier. Man hat sechs. Also die Kinder, zwei Kinder, so, ne, klassischer Weg. Ja, aber das verändert sich Gesellschaftssystem. Und ich würde sagen, ich finde die Kritik an der Familie ist gerade wichtiger. Sie ist in dem Buch an diesem Idealismus. Weil ich das schon merke, also auch wie wichtig das für die für alle gesellschaftlichen Bereiche ist, dass diese Idealisierung, dass das ist der beste Ort, um glücklich zu sein und der einzige Ort, der lebenslang halten soll, der ist noch immer sehr zentral. Und das ist, ja, das ist meine Idee, ist das eben, das habe ich vorhin vorgelesen, dieses Ideal etwas von seinem zu schubsen. Ja, hier vorne. Also erstmal vielen Dank. Ich war schon mir ging es beim dem Titel genau ihrer Mutter hatten wir auch ein schwieriges Thema. Aber ich habe das Buch leider noch nicht gesehen, ich habe den Faktor gefilmt. Kommt aber nochmal Aspekt Intimität, Sexualität. Für mich ist das gesellschaftlich, wo entwickeln wir uns, wie wollen wir in Zukunft auch leben und nicht nur jetzt in einer Beziehung mit einem Partner. Ich denke dann eher so auch aufgrund meines Alters wahrscheinlich auch, wie entwickelt sich das im Alter, wie lebe ich denn im Alter, mit wem wer ist um mich herum. Und ich finde, das gehört dazu. Die jetzt irgendwo in einer Single-Wohnung leben, werden alle auch alt. Und da ist das Thema Demenz und alt und gepflegt werden auch ein Thema. Und ich fühle das gehört auch in diese Richtung, ohne dass ich jetzt denke mir, dass das nicht damit berücksichtigt ist. Aber das gehört für mich sehr stark dazu. Und da wird überhaupt wie wollen wir denn oder wie werden wir denn in Zukunft überhaupt gemeinsam leben können? Und wie werden wir versorgt? Und ja, das ist für mich der wichtigste Aspekt von dem, was ich die jungen Leute natürlich ganz anders unterwegs, das ist ja auch selbstverständlich, aber das ist für mich das Thema. Also nein, das ist die zentrale Abschlussfrage. Wie wollen wir eigentlich zusammen leben? Danke. Silber hat ja vorhin auch erzählt, ich habe ja auch jahrelang im Alter geforscht. Das ist doch schon auch der Blick, mit dem ich darauf gucke, weil ich auch in dieser Forschung immer wieder Menschen beobachtet habe, die eben in diesen, zum Beispiel in die Versorgung von Menschen mit Demenz gehen, in ihren Familiensituationen, ein anderer Partner, der Partner da, der sich auch opferungsvoll um diese Person kümmert, und da ist nicht viel anderes. Und was ich immer beim Schreiben auch im Hinterkopf hatte, ist, dass wir uns schon auch überlegen sollten, gesellschaftlich, welche Formen von Zusammensein wollen wir denn auf der wirklich grundsätzlichsten Ebene, und da rede ich von unseren persönlichen Spuren, eigentlich aushalten, dass da vielleicht bestimmte Menschen auch mal wegbrechen. Deswegen sprach ich gerade davon, dass ich plädiere, ein breites Fundament zu bauen. Ja, also, und ich zitiere in diesem Buch auch einen für mich sehr relevanten Satz von einer Kulturwissenschaftlerin aus den USA, Lauren Berlon, die hat den Satz geschrieben, mit Intimität können wir Welten bauen. Und ich finde diesen Satz wahnsinnig toll, weil er
einerseits darauf, wir können etwas erschaffen, wir machen das mit unseren nahen Beziehungen, mit Intimität, und wir bauen in Welten, also wir bauen Gesellschaften. Ja? Und das ist was ich mit diesem Buch eben als Ziel habe, darüber nachzudenken, auch gesellschaftlich, das sage ich auch in den Interviews immer wieder, wir werden ein gesellschaftliches Problem bekommen, in einer alternden Gesellschaft, die immer älter wird, wenn wir nur auf kleinfamiliäre und heterosexuelle Beziehungen, Mannschaftsbeziehungen bauen. Dann werden und das ist ja jetzt schon ein Problem. Und jetzt kommen die Babyboomer, die älter werden und pflegebedürftiger irgendwann. Mhm. Und es ist auch interessant, dass die Scheidungsrate gerade der Babyboomer-Generation zum Beispiel in den letzten Jahren in die Höhe gekommen ist. Das hat es unterschiedlich gefunden, aber es ist eine Entwicklung, die Tatsache. Aber eine Meldung. Okay, ja, dann einmal dahin und dann nach vorne. Ich glaube, er war. Zuerst, okay. Ja. Länger gemeldet, oder? Ja. ich habe manchmal den Eindruck, dass man den Romantik ja eigentlich auch alle Scheitern, die eigentlich sehr gut in so das heteronormative Welt passen, also den Knappen aus. Beide wollen eigentlich genau dieses romantische Skript und so weiter. Aber es funktioniert ja. Ich habe nie davon gehört, dass es wirklich so dann doch so erfüllend war und so übergraben, dass es auch dargestellt wird. Und ich frage mich ein bisschen, wie kann das sein, als etwas, an dem eigentlich alle Menschen konstant scheitern, uns trotzdem so beherrschen? Das ist eine super gute und wichtige Frage. Ja. Also es gibt ja auch KulturtheoretikerInnen, die sagen, dass die Idee der romantischen Liebe, die vor 280 Jahren etwa während der Aufklärung entstanden ist, diese Idee hat sich so eingebrannt in alle unsere Geschichten. Ja. Also Romane, also der Begriff der Romantik kommt aus dem Begriff des Romans. Also es wurden dann Geschichten erzählt über die Schönheit der Liebe. Und diese Geschichten erzählen wir uns bis heute. Also Jane Austen, Bücher von ihr aus dem 19., 18. Jahrhundert hat sie geschrieben, die werden heute auch neu verfilmt unter einem anderen Namen. Also Frühstück für Schokolade zum Frühstück oder so, ist irgend so eine Neuverfilmung von so einem Jane Austen, was 250 Jahre alt ist. Diese Geschichten werden einfach fortwährend in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft immer weiter erzählt und sie haben einen besonderen Reiz. Und es gibt einige Soziologen, die eben auch sagen, und das finde ich sehr einleuchtend, dass durch das Wegbrechen der Religion, die halt irgendwie sehr sinnstiftend viel übrig geblieben ist, außer die Sinnhaftigkeit der Liebe. Also das ist sozusagen das einzige Nicht-Rationale in unserer Gesellschaft, was eben so ein Zauber mit sich bringt. Und dieser Zauber ist so verführerisch. Und da wird so viel erzählt, dass es etwas sein muss, wo wir alle denken, wir müssen diesen Zauber doch auch irgendwie finden, bekommen. Und mit der Realität hat es leider, wie gesagt, sehr wenig zu tun, weil die Statistiken und die Empirie und die Realität einfach was anderes sind. Auch interessant auch, dass diese ganzen Geschichten, die wir erzählen, bekommen, meistens immer dann enden, wenn die zwei ein Paar geworden sind. Also über den Alltag und die Arbeit der Beziehung wird ja relativ wenig erzählt. Über das Scheitern schon ganz. Dann gab es hinten noch eine Meldung. Ja. Mir war schon lange klar, dass ich mich eher nicht in einer Kernbeziehung oder Kernfamilie sehe. Das ist halt trotzdem andererseits so eine Hoffnung, die immer wieder ja, sich wiederholt oder wieder aktiviert wird. Wenn man einfach erkennt, und es ist persönlich noch besser. Selbst als ich ungeplant Mutter geworden bin, war für mich nicht die Entscheidung, mich an den Teil des Films zu klammern, eher mit dem Gedanken an Kernfamilie zu tun.
sondern ich habe mich dagegen entschieden, bin auch weggezogen, hier zurück in die Heimat, weil mich das Netzwerk aus Freundschaft und Familie, also in dem Fall Mutter, war nicht, naja, wenn man so will, die wir es verstehen, intim und mit der Pflicht und Abwunsch. Es gibt eine Kinderfreiheit. ja, und trotzdem besteht immer wieder diese Kleinwürde, die Hoffnung an Hälften und Blumen. Also ich habe auch immer, ich finde meine Therapeutin toll, und so weiter, nicht mehr das Verfolgen, aber ich habe ja auch gesagt, ich sehe mich eher in größeren Lebenskomplexen, an Prozentkomplexen, nach diesem Häuser sein Projekt in Frankfurt, mit 40 Leuten auch in Richtung Generationenreifen, auch bis ins Alter, wie man das wissen kann. Das finde ich sehr viel gesünder als die Menschen. Einfach so alle Erfahrungen, die ich nicht gefunden habe. Und ja, das wollte ich nochmal sagen. Und das ist trotzdem, obwohl mir das recht klar ist, für mich die Situation als alleinerziehende Mutter, ja, das gedient ist, aber es ist für mich gesünder. Jetzt ist gerade wieder eine Beziehung gescheitert, auch langsam passt es nicht, aber kann ich erzwingen und ich erwische mich bei den Gedanken, dass ich lieber mit meiner Tochter zu einem Kapikuchen oder Freundin als ja, ja, gleichzeitig ist es wahrscheinlich aber auch so, dass viele, also der Druck quasi sich vielleicht doch romantisch zu verbinden, ja durchaus auf ganz vielen Ebenen bei ihnen ankommen wird. Und ich glaube, also das ist was ich bislang schon in der kurzen Zeit des Buchs, wo ich dazu spreche, schon vielfach rückgemeldet bekommen. Menschen sind erleichtert, endlich festzustellen, dass sie nicht die Einzigen sind, die anders leben wollen und andere Beziehungen führen wollen, nur abnormal sind, nur weil sie eben keine romantische Beziehung haben oder führen wollen, weil sie andere Beziehungen führen wollen. Und ich glaube, das ist das, was ich auch gerne erreichen möchte, dass Menschen sehen, es gibt da auch jenseits des Romantikdiktats viele Möglichkeiten miteinander, Intimität, Nähe und alles Mögliche, auch Sexualität und so weiter zu erleben. Die müssen uns nicht romantisch verpartnern. Es ist schön, wenn es das auch gibt, aber es muss nicht. Und gleichzeitig glaube ich auch, wenn wir darüber, das ist mir gerade auch noch eingefallen, zu den ganzen Scheiterungsmomenten, ich glaube, wenn wir es schaffen, uns auf ein breiteres Fundament zu stellen und mehr auch Wünsche und Bedürfnisse mit anderen Menschen aufzuhandeln, vielleicht da auch erfüllt zu bekommen. Ich glaube, das nimmt auch irgendwie den Druck raus, dass die romantische Liebe alles erfüllen muss. Und das ist eine schwere Last heutzutage. In einer freien Gesellschaft, wo wir eigentlich so wollen, ist es schon eine ganz schön schwere Last, die auf der romantischen Liebe liegt, dass sie eben alles zu sein hat, alles zu erfüllen hat, alle unsere Bedürfnisse zu jeder Zeit. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen davon wegnehmen, den Druck, dann kann das auch eine Chance für die romantische Liebe sein, weil sie dann eben nicht mehr diesen großen Druck ausgesetzt ist und wir vielleicht vielfältige Beziehungen führen können. Jetzt haben wir es schon um 8. Wir haben hinten aber noch eine Frage. Oder, ja, genau. Die würde ich vielleicht... Versuchen wir es einfach beide kurz, oder? Ich
die ganze Zeit noch mal eigentlich auch so mit dazu lernt, weil man auch mal gelernt hat, dass die Gedanken von Herzen sind. Und ich würde sagen, auch kulturell, jetzt nicht überall, aber lernt man ja auch, wie die Scheiter und die Männer, die hier mit dem Matthias Kreuz sind, die weiß nicht, auch die Kippen, wo die gehen, weil die jetzt gerade was passiert. Also auch dieses Repertoire lernt man ja mit. Ja. Und gleichzeitig, gerade wenn es auch dieses ganze Zusetzen, also das Romantik und Gefühle sind ja jetzt auch Dinge, die man nicht rational steuern kann, man was lernen, es halt kommt mal sehr rational her, dann nimmt man sich das vor. Ein Begriff, der ganz nicht gefallen ist, weil den ich aber interessant finde und sich wohl dann gefragt habe, einfach können wir ja da einfach, weil die lernen wir ja auch. Sowohl dann, wenn wir bestimmte Dinge nicht verändert haben, als auch, ich würde sagen, im Grunde steckt auch einfach so die Sprache mit drin. Also dass man quasi lernt, man müsste einfach sein, wenn gewisse Dinge so funktionieren. Und auch da wäre stark das Potenzial, Dinge anders zu gestalten, aber dann eben, naja, diese Ratio. Dann okay, aber was passiert, wenn man sich das vornimmt, wo man verlernt, merkt, aber wie jetzt zum Beispiel, also ich wollte fragen, ob das noch ein bisschen einordnen kann, ob Sie das überhaupt als Faktor sehen. Den Aspekt der Eifersucht, ja, also auf jeden Fall, also Eifersucht kann man ja sowohl sexuell, man eifersüchtig auch gute Freundin von der Partnerin sein, weil die Zeit miteinander verbringen muss. Würde sagen, dass wir, wenn wir darüber anfangen zu sprechen, dass dieses Exklusivitätsnarrativ oder Imperativ, also ne, diese Person hat alles für dich zu sein, jederzeit, wenn wir da ein bisschen dran arbeiten und sagen, es gibt durchaus vielfältige Beziehungen, die ihre Legitimität haben, ihre Berechtigung haben, und wenn das auch entsprechend ist, wo wir gesellschaftlich übereinkommen, dass du durchaus auch eine andere Beziehung haben darfst und auch wir vielleicht darüber hinwegkommen, dass Sexualität nicht der Ort der Intimität ist, der alles bedeutet, ne? Wo wir uns besonders nah sind. Wenn wir das vielleicht gesellschaftlich ein Stück weit verlernen können, glaube ich, kommen wir auch ein bisschen über die Eifersucht hinweg, weil die ist ja oft einfach ein Exklusivitätsanspruch, den man dann hat, dass diese Person für alle meine Bedürfnisse sexueller Art da zu sein kann. Und das würde ich mir erhoffen, dass wir da vielleicht auch eine Überwindung schaffen. Kenne ich aber auch sehr zu Genüge. Also ich bin ja auch betroffen von diesen ganzen Dingen. Wie wahrscheinlich die meisten von uns. Ja, ja. Kommt man nicht umhin. Ja, dann genau, es ist jetzt schon 7:55 und ich würde die Lesung hiermit beenden. Vielen Dank, Andrea, dass du aus deinem Buch gelesen hast und dass du deine Gedanken und Ideen mit uns geteilt hast. Vielen Dank an euch alle, dass ihr trotz der Hitze gekommen seid. Vielen Dank auch an Ralf Zoth, unseren technischen Mitarbeiter, der bei der Realisierung unterstützt hat. Vielen Dank auch an Jutta Hergenhahn für das inhaltliche Vorgespräch. Und vielen Dank auch an die Sektion Medien und Gender, die das Ganze hier finanziert hat. Genau, wie gesagt, die Aufzeichnung wird es dann in Zukunft auf dem YouTube-Kanal des ZMI geben, auf der Homepage des ZMI Veranstaltungen, genau, vom ZMI sowie den Newsletter. Und ja, vielen Dank, dass ihr sie alle da wart, und dann wünsche ich noch einen angenehmen Heimweg. Danke.